Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der TuS Koblenz gegen den 1. FC Saarbrücken. Ich begrüße die beiden Trainer, Fuad Kilic und Patrick Sander. Herr Kilic, Glückwunsch zum Sieg und Ihr Kommentar bitte zum Spiel. Ja, danke schön. Erstmal, ja, wir wussten, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird. Wir haben uns darauf eingestellt. Wir haben auch gesagt, alleine nur durch spielerischer Seite können wir hier nicht bestehen. Wir wussten, was uns erwartet. Wir haben das meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Meine Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt. Die haben den Kampf angenommen. Wir haben das Spiel, normalerweise kann man das, denke ich mal, so ausdrücken, in allen Belangen dominiert. Wir haben, wenn Koblenz gefährlich wurde, dann über Standardsituationen, über die weiten Einwürfe oder dann auch die langen Freistöße aus der eigenen Hälfte oder weit vom Strafraum, da haben wir Probleme gehabt. Wir haben einen überragenden Torwart heute hinten drin gehabt, der uns alles weggeholt hat, wenn irgendwas über unsere Innenverteidiger oder die Abwehrreihe gegangen ist, hat uns in allen Belangen im Spiel gehalten. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, dass es ein verdienter Sieg war und wir dann auch die 3 Punkte verdientermaßen auch mitnehmen können. Ansonsten von meiner Seite wünsche ich natürlich TuS Koblenz, dass sie die Klasse halten. Ich habe selber eine Verbindung hierzu, bin hier in der Nähe groß geworden. Deshalb würde mich das freuen, wenn man den Abstiegskampf besteht und letzten Endes dann auch in der Liga bleibt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kilic. Patrick, dein Kommentar weiter. Zunächst erstmal Glückwunsch. Ich habe eine etwas andere Sicht auf dieses Spiel. Also wenn man sich das Spiel über 90 Minuten betrachtet, also ich habe da jetzt nicht so einen großen Unterschied gesehen und von Dominanz schon gleich gar nicht. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich in ihrer Spielart, in ihrer Struktur geähnelt. Viele, viele lange Bälle und was der Unterschied war teilweise die individuelle Qualität halt der Spieler. Und wenn man dann einmal unaufmerksam ist, dann wird das natürlich brutalst ausgenutzt und dieses Quäntchen, dieses Ausnutzen, dieses Fehlers von uns, das war dieser entscheidende Unterschied, weil alles andere war viel mit Neutralisation und mit Unterbrechungen und mit Freistößen. Aber wir befinden uns im Abstiegskampf, deswegen denke ich mal, ist das auch legitim. Ich glaube, die Mannschaft hat sich auch aufgrund der zweiten Halbzeit, wir haben eine Monsterchance von Danko Boskovic und so Dinge, wo immer so ein Mühe gefehlt hat, hätte sich diesen Punkt auch verdient gehabt. Aber das war leider nicht so, aber dem Engagement und dem kämpferischen Aufbegehren kann ich nur zustimmen und kann ich nur meiner Mannschaft ein Lob zollen. Das war soweit in Ordnung. Und ich wünsche logischerweise, nachdem wir unsere Hausaufgaben machen, Saarbrücken, den Aufstieg, ist es auch klar, weil das für uns wahrscheinlich auch dann bestimmte Konsequenzen hat. Und alles Gute für euch. Und wir werden weiterarbeiten. Wir werden diese Linie weiter so fortführen. Wir müssen sehen, dass wir eben uns auch für diesen Aufwand, den wir betreiben, der ist unendlich viel und die Jungs marschieren und das, da kann ich keinen Vorwurf machen, dass wir uns weiter belohnen. Und das wird auch passieren, weil über kurz oder lang zahlt sich solche Arbeit auch aus. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ein kurzes Handzeichen, wenn das der Fall ist. Ja, gerne, Herr Fried. Ja, erstmal, was Alexander Mendy, das war ja ganz gut gemacht und dann war Daniel Döringer ganz viel raus, auch unmittelbar nach dem Tor gefallen ist, da muss der Mensch umstellen, was war da der Grund gewesen, hat war ein bisschen so. Ja, der hat den Zweikampf einen auf die Ferse bekommen, ja. Dass er nicht mehr vernünftig auftreten konnte und signalisiert hat, dass er nicht mehr weiterspielen kann und deshalb haben wir den Wechsel vorgenommen. Mendy so diese Situation, der weiß, wann er nach vorne gehen soll, das hat ja auch schon das war erwiesen, jetzt auch das erste Mal ein Tor gemacht so. Wahrscheinlich abgeschworen, oder kommt das von einstellt? Ja, aber wir haben umgestellt. Marco Meierhöfer hat rechter Außenverteidiger gespielt, sodass Mendy offensiver agiert hat. Und der Ball kommt natürlich optimal. Mendy wirft sich da rein und ja, erfreulich für uns, dass das Ding dann so reingeht. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Ja. Schneider, gestern gab es ja vom Präsidenten so eine Art Verlautbarung oder eine Mitteilung. Hat ja auch jemand von der Mannschaft dann gefordert, dass sie dann jetzt auch weitermachen soll, dass sie jetzt keinen Einfluss hat. Wurde das heute thematisiert oder habt ihr das außen vor gelassen? Nein, wir haben das gestern Abend thematisiert. Wir haben das als Signal gesehen, dass wir jetzt noch mehr in der Pflicht sind, wenn handelnde Personen
ihre eigene Person in den Hintergrund drücken und sagen, hört mal, wir wollen da keine Störfeuer, keine Störgröße sein, sondern wir wollen einfach Ruhe im Umfeld. Wir wollen alles dafür tun, dass die Mannschaft vernünftig sich auf die letzten Spiele vorbereiten kann, beziehungsweise auch die angehen kann, dann finde ich das eine Riesensache. Wir sind von beiden Seiten abhängig, wir sind vom Präsidium abhängig, sowieso von allen, die daran beteiligt sind. Und wir sind genauso von den Fans abhängig. Das heißt, wenn wir es schaffen, wieder als Einheit da zu fungieren, auch bis zum Schluss, dann hoffe ich, dass wir das auch diese Saison schaffen, hochzugehen wieder. Du hast ja auch das 4 Minuten, nachdem die Fans angefangen haben, die mal anfangen, aufs Tor gefahren ist. Das war ein sehr schöner Zufall, ja. Gibt es noch weitere Fragen? Alle Fragen beantwortet. Dann darf ich unseren Gästen eine gute Heimreise wünschen. Wir sehen uns Ostersonntag wieder, dann ist Eintracht Trier zu Gast hier. Dankeschön.